Ach, was für ein schöner Paradiesvogel. 111 074 in der Touristikmarkierung. Die Baureihe 111 wurde als Nachfolgerin der E10 bei der Bundesbahn in Auftrag gegeben. Deutlichstes Merkmal ist der dafür neu konzipierte Führerstand. Insgesamt wurden von 1976 bis 1984 227 Exemplare der Baureihe 111 gebaut. Aufgrund ihrer guten Laufeigenschaften unterstützte sie teilweise auch die Baureihe 103 im Intercity-Dienst, kam aber auch im S-Bahn-Verkehr zum Einsatz. Infolge der Bahnreform ging die Baureihe 111 in den Bestand von DB Regio über. Nach fast 40 Jahren im Bestand begann ab 2013 langsam die Ausrüstung der Baureihe. Wir sehen heute die Baureihe 111-073 in der sogenannten Touristik-Lackierung der Bundesbahn. Name steht dran, lesen könnt ihr alle. Leider nicht. Ja. Weil die können ja nicht so einfach.